Fünf Monate nach den schweren Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg hat es am Morgen bundesweite Razzien in der linken Szene gegeben. Ziel war es, Beweise zu sichern. Die Sonderkommission Schwarzer Block ermittelt gegen Linksextreme wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs. Es ist kurz nach sechs heute Morgen, als niedersächsische Spezialeinheiten in das sogenannte Rote Zentrum in Göttingen eindringen. Mit einem Durchsuchungsbeschluss der Hamburger Sonderkommission Schwarzer Block. In acht Bundesländern durchsuchte die Polizei Häuser und Wohnungen. Wir sitzen heute Morgen beim Frühstück und plötzlich bollert es an die Tür, sodass sie vibriert und fast kaputt geht. Die hintere Tür in den Garten und dann stehen da vermummte Polizisten und schreien sofort, machen Sie auf, hier ist Polizei. Wir wissen überhaupt nicht, worum es geht. In der Göttinger Innenstadt unterdessen demonstrierten spontan Sympathisanten der linken Szene gegen das harsche Vorgehen der Polizei. Nach den schweren Krawallen während des G20-Gipfels sind in Hamburg zurzeit ca. 3000 Ermittlungsverfahren mit mehreren hundert Beschuldigten anhängig. Die Vorwürfe reichen von schwerer Körperverletzung bis zu schwerem Landfriedensbruch. Ob relevantes Beweismaterial sichergestellt werden konnte, dazu will sich die Polizei zur Stunde äußern. Auch dazu, ob in den vergangenen Monaten sichergestelltes Foto- und Videomaterial, das zur Ermittlung von Straftätern beitragen soll, bereits erfolgreich ausgewertet werden konnte.